Ja, hallo mein Lieben und willkommen heute, ja, mal wieder zu einer Runde Modern Warfare 3. Irgendwie hat es mir das Spiel angetan. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall, auf eine Art hasse ich dieses Spiel, auf die andere Art liebe ich dieses Spiel. Irgendwie eine ganz, ganz komische Sache zwischen uns beiden. Ich denke mal, so eine Art Hassliebe, ne? Irgendwie heißt es ja, so eine Hassliebe besteht zwischen uns beiden, zwischen MW3 und mir. Irgendwie kann ich nicht mit, aber auch nicht ohne. Es ist irgendwie eine ganz komische Beziehung. Naja, egal. Kurz zum Gameplay. Ja, ich habe heute dabei meine PP90 M1 mit Schnellfeuer und Rotpunktvisier. Ja, meine MP9 mit Schalldämpfer. Meine Perks sind Extrembedingungen, Hardliner Pro und Meisterschütze. Und meine Abschussserien, jetzt hört, hört, Drohne, Vorräte und der Kampfhelikopter. Ja, ich habe mir heute mal gedacht, hey, pack's jetzt mal einfach statt die Predator-Rakete mal den Kampfhubschrauber ein und mal schauen, ob's was wird. Übrigens hier extrem fehler Abschuss gewesen. Hätte ich vorher nachgeladen, wäre mir das nicht passiert. Aber okay. Und ja, wie gesagt, hab mir halt mal, ja, den Kampfhelikopter eingepackt und dachte mir, vielleicht schaffst du es ja. Ja. Und direkt beim ersten Spiel mit dieser Abschussserie habe ich sogar geschafft, ja, den Kampfhelikopter zu bekommen. Ja, hört, hört. Ich verbessere mich in MW3. Allerdings ist es halt so, dass wieder irgend so ein kleiner Affe in meinen Kampfhelikopter runtergeiern musste. Ich habe mich so gefreut. Ich so, juhu, jetzt kann ich noch ein paar, ja, Kills rubben. Aber nee, nix da. Gleich, glaube ich, nach 10 Sekunden oder so, weil mein Kampfhelikopter auch schon wieder vom Himmel. Nicht so tolles Ding, aber naja. Wundert euch übrigens nicht, dass das Gameplay so scheiße anfängt. Das wurde echt dann erst so zum Ende hin besser. Obwohl ich sagen muss, nachdem ich dann meinen Kampfhelikopter hatte, ja, war mir dann sowieso alles egal gewesen, weil ich wollte wenigstens einmal schaffen, den Kampfheli zu bekommen. Und naja, das hier hätte übrigens auch in die Hose gehen können, da ich keine Munition mehr hatte. Aber ich habe es gerade nur so geschafft. So, zum eigentlichen Thema heute. Und zwar habe ich ja ab dem November Urlaub. Und mein Freund auch. Und da haben wir gedacht, hey, November ist cool. Da werden wir doch einfach mal rüber in den Westen fahren. Sage ich jetzt mal so. Also Nordrhein-Westfalen, so Köln, Düsseldorf, Dortmund und so die ganze Ecke. Und ja, da habe ich mir halt gedacht, dass wir halt ja zum YouTuber-Treffen gehen. Und zwar ist am 10.11.2012 in Düsseldorf am Hauptbahnhof ab circa 14 Uhr ein YouTube-Treffen. Wer alles dabei sein wird, kann ich euch nicht genau sagen. Wer auf jeden Fall dabei sein wird, das kann ich euch 100% versichern, ist der Jan von 61 Minuten 6. Denn jetzt kommt's, tata. Wir, bzw. mein Freund und ich, sind ab dem 9. November, jetzt wollte ich erstmal über, jetzt wollte ich gerade sagen Dezember, ab dem 9. November sind wir bei Jan zu Hause und ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt feiern, aber halt chilligen machen. Vielleicht gehen wir abends nochmal eine Runde essen oder so, mal schauen. Auf jeden Fall, ja, pennen wir dann am 9. bei denen zum 10. und wahrscheinlich sind wir auch noch am 11. beim Jan. Genau kann ich es allerdings nicht sagen. Muss man halt noch quatschen, wie wir zeitlich das auch hinkriegen. Und ja, was ich euch auf jeden Fall auch sagen kann, ist, dass wir halt am 6., 7. und 8. dann wahrscheinlich in Köln pennen werden. Irgendwo in einem Hotel. Und ja, irgendwann im Laufe der Woche werden wir auch CK besuchen. Und jetzt ist aber auch mal meine Frage, wollt ihr eventuell so Videos davon sehen? Also so Vlog-mäßig irgendwelche Videogedönse? Also mir wäre es egal, ich habe meinen Freund auch schon gesagt, ich sage so, ey, hier, wenn wir dann rüberfahren und Köln und so und Jan besuchen, CK besuchen und so, müssen wir Videos machen. Also, ich spiele aber keinen Kameramann. Ich sage so, ja, geht schlecht, weil du sollst fahren. Weil, ich sag mal so, ich habe zwar auch einen Führerschein und so, aber mir ist das nicht so lange Strecken. Nee, das ist nicht so meins und von daher, ich habe schon gesagt, wir werden uns da abwechseln. Ich kann dann Autobahn fahren, weil ich mag Autobahn fahren. Also, es macht so fett, ja. Aber so in den ganzen Großstädten, gerade so Köln und so, das ist mir einfach zu viel Trubel. Also da halte ich mich gerne raus, da kann er gerne fahren und ja. Von daher, wie gesagt, wenn ihr ja Videos haben wollt, könnt ihr es mir gerne in die Beschreibung reinsetzen. Und ich denke mal, Jan wäre auch dabei, dass wir dann irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, so zusammen ein Video drehen oder so, vielleicht vom YouTube treffen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall freue ich mich riesig drauf. Ich freue mich auch wirklich riesig, dann ja ab dem 9. dann bei Jan verbringen zu dürfen. Bei ihnen zu Hause in der Hut, ja. Und wir werden bestimmt ein paar tolle Tage verbringen. Und ja, vielleicht auch, ja, wie gesagt, Videos zusammen machen, mal schauen.
Und hier übrigens, yay, mein erster Kampfhelikopter. Oh, ich war so happy, dass ich den hinter mir gar nicht gehört habe. Aber okay. Macht nichts, macht nichts. Und jetzt zählt mal die Sekunden runter, wie lange der Kampfhubschrauber oben ist. Es ist einfach nur scheiße. Und ich habe, glaube ich, nicht mal einen Kill gemacht. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall, ja, für die Katz. Ja, nochmal zurück zum YouTube-Treffen. Hier einen Kill gemacht. Sorry, Leute. Auf jeden Fall, ja, den Link zu dem YouTube-Treffen, zu der Veranstaltung, werde ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung reinsetzen. Und ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit dabei seid oder nicht. Würde mich auch mal interessieren, wie viele Leute von meinen Abonnenten mit dabei sind. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, riesig drauf, weil das, glaube ich, mein erstes YouTube-Treffen sein wird. Jetzt nicht unbedingt in meiner Karriere, ja doch, in meiner Karriere das erste, aber nicht das letzte, sagen wir es mal so rum. Zumindest hoffe ich mal nicht, dass es das letzte ist. Bloß das Problem ist halt auch, im Winter habe ich immer Zeit, wirklich immer. Aber im Sommer ist halt immer doof, weil, ja, als Kellnerin im Sommer mal Urlaub nehmen ist schlecht, würde ich mal meinen. Und von daher, aber ich denke mal, das wird ganz cool werden. Auf jeden Fall könnt ihr uns dann, wann genau, welche Uhrzeit wir jetzt genau da sein werden, kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ab 14 Uhr wäre das. Ob wir dann auch Punkt 14 Uhr da sind, kann ich euch nicht sagen, weil ich denke mal, ja, wir werden dann irgendwo noch Mittagessen gehen oder so, mal schauen. Und von daher, wie gesagt, Jan, ich und mein Freund, oder, nee, man duzt sich ja nicht. Also man tut ja immer selber als Letztes sagen, ne, irgendwie so, als zumindest Jan und mein Freund und ich. Uns werdet ihr auf jeden Fall antreffen dann beim YouTube-Treffen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar von euch auch mit dabei sein werden. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nichts weiter, hoffe ich zumindest nicht. Ich freue mich, wie gesagt, riesig drauf und hoffe auch mal, dass ihr ein oder andere ein Video von macht. Und ob ich selber, wie gesagt, Videos mache, das hängt von euch ab, ob ihr sowas überhaupt sehen wollt. Nicht, dass dann wieder kommt, mach nicht sowas, mach Gameplays und keine Ahnung, von daher. Na gut, meine Lieben, alle wichtigen Informationen findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.